Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Ich spiele heute mit Sandra, Sirio, Yusuf und Alex Guess the Price. Da müssen wir Preise von eBay-Produkten erraten, die uns random zugelost werden. Von daher würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich sage euch eins, ihr werdet verkacken, weil Guessen kann ich geisteskrank. Alter, ich schnauze. 12 Runden. Jeder hat 20 Sekunden Zeit zum Überlegen oder wir alle haben 20 Sekunden Zeit. Jeder hat einen Jokers Preisraten. Ja, ich weiß auch nicht so ganz, wie es funktioniert. Lass einfach starten, oder? Spielen wir gegeneinander oder ich spiele mit uns? Ich glaube, ich spiele gegeneinander, ja. Alles klar. Schätze den Preis. Jetzt müssen wir rechts eingeben, was wir denken, wie teuer das sein könnte. Digga, ja, man muss ja Informationen haben. Ist das... Ja, also es ist halt auf jeden Fall gebraucht. Ist deiner? Und unverkauft. Ah, okay, ist auf Zeit. Ah, okay, der Dings läuft ab. Ah! Ach, Scheiße. Scheiße. Kein Wunder, dass das unverkauft ist. Ach so, aber das ist ja unverkauft. Ach so, also der Preis, der da angegeben ist. Ach, alle Sachen sind aber unverkauft, die kommen. Ich habe keine Ahnung, ich spiele es auch gerade zum ersten Mal. Wir haben eine Xbox. Was ist denn das für eine Xbox? Die neue? Keine Ahnung. Sag doch. Ich weiß es nicht, Bro. Also, boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich weiß einfach was ein. Oh, 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 Alter, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding 299 ja, okay. Euro kostet. Das ist ja unnormal viel noch für eine Xbox, oder? Safe. Was, die Frau oder? Das geht oder das Kind. Ja, das ist ja die Frage. Was schätzt man? Also ich glaube, es geht um... Ja, diesen Gurt. Diesen Gurt, ne? Ja, ja, ist doch ganz klar, was der kostet, oder? Ja, ist safe, klar. Ich, Leute, ich hab verkackt. Ich hab viel zu hoch. Nein! Oh mein Gott. You said 70? Ja, aber weiß ich. Sag mal, wo lebt ihr? Ich dachte, keine Ahnung. 29 ich schon zu hoch. Ich hab ein Kind. Alter, du dachtest, es geht um das Kind. Nein, ich hab noch kein Kind. Wo soll ich das wissen? Was ist das? Denn ist das so ein großer so ein Zauberspiegel? Oder ein Schminkspiegel? Nee, das sind diese, wo Fliegen rein, Mücken rein. Ah, das ist elektronische. Ja, komm. Gib ihm. Ah, nee, komm, so. Ah, ey, das ist Scam! Alter, ich war erst bei 19, dann dachte ich mir, komm, 15. Aber es geht anscheinend auch um Kommabeträge. Dann heißt immer 99 machen. Das ist eine... Ah, Yusuf weiß das bestimmt, ne? Ich hab so dumm geschätzt. Nee, ich weiß es echt nicht. Yusuf, Alter. Oh mein Gott. Ey, das ist ja richtig krass. Siri auf jeden Fall wieder geisteskrank am Arsch. Ja, was soll das sein? Hä? Das könnte so ein Produkt aus unseren Hauptkanal-Videos sein, Alex. Ja. Ja, bestelle ich auch gleich also, mal. Also hier ist ja alles möglich was? Zwischen 2 Euro und 300 Euro. Ja, komm, ich mach hier 10 Euro. Oh, mein Gott. Aber ey, ich hab sogar Prisma gesagt. Ich hab gesagt, das ist ein Prisma. Glückwunsch. Boah, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich 8K Ultra HD und und Beauty-Filter, Junge. Komm, ich mach mal. Wenn ich das da schon so angeben, dann glaube ich so. Ich glaube, das wird... teurer sein, als man denkt. Oh. Ach, hä? Was ein Scam, Dicker. Das ist doch Scam. Jungs, oder für 33 Euro kriegst du. Warum kriege ich denn trotzdem 0 Punkte, obwohl ich am nächsten dran bin? Gute Frage. Ja, was soll das, Digga? Was kauft man jetzt da? Was kaufe ich denn da, Bro? Das ist aber ja, auch das ist ein Mini-Motorrad, ne? Das ist so ein Kindermotorrad, glaube ich. Ja, Dicker. Das ist ja kein richtiges, sag. Oh mein Gott, ich hab ganz verkackt. Leute, was für 16.500? Yusuf, wie hast du nun einen Joker eingesetzt? Echt? Jeder hat einen Joker. Wo ist der denn? Der ist, über dem Feld, wo ihr Text eingibt, habt ihr einen Joker. Oh. Ah, okay. Der wird jetzt so eingesetzt. Nee, wäre dumm, wenn man jetzt den Joker, glaube ich, einsetzt. Ja, das ist ja eindeutig, das hier gerade. Was ist das denn? WLAN-Router? Genau, das ist ein WLAN-Router. Ja, perfekt. Sandy, wir sind doch da. Yusuf, warum hast du keinen Preis angegeben? Ich wollte im letzten Moment korrigieren. Tut mir leid, kann man nichts machen. 1800 Watt U-Shaped Electric Lawnmower. Also ein Rasenmäher, den man aus der Hand steuern kann. Boah, chillig eigentlich. Gar keine Ahnung. Digga, viel zu hoch bei mir. So günstig? Ich dachte, wenn da so viele Sachen beistehen, da dachte ich mir schon so, boah, das sind safe dreistellig. Ja, wir machen nächstes Video Rasenmäher testen mit Luca. Finde ich gut. Ja, oder wir lassen es einfach. Nee, das finde ich super, immer anders. Nein, Digga. Was ist das denn? Fertilizer, Sulfur and Food Production. Ja, geil. Ja, das ist doch klar, dass das ein Huni kostet. Was ist denn das? Ah, das ist ein Buch, ne? Ein Buch? Weiß nicht, was Bücher sind. Ich gehe wieder in die Mitte. Digga, was für 80 Euro? Sind die geisteskrank? Ja, was ist das denn? Das ist ein Computer. Display-Link. Glaube ich, oder? Display-Link? Nee, das ist ein Echo 3000 Triple 4K Display-Link. Nein, das ist ein Display-Link.
Display-Lock steht da unten. Ja, komm, 100. 297. Ey, damit ist es durch. Das war Runde 12 von 12. Youssef, Alex und ich ziemlich weit oben. Eigentlich müssen wir drei nochmal ein Stechen machen. Ja, Siri okay. Und ich sind dann raus, ne? Ja, ihr könnt schon mal rausgehen. Machen wir nochmal ein Stechen, würde ich sagen. Alles klar, ciao, ciao. Tschüss. Könnt ihr mich aus Discord entfernen? Sana, du kannst selber auflegen. Okay, tschüss. Tschüss. Jungs, ich gehe mein Hühnchen marinieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Viel Spaß. Tschüss. Nochmal 6 entscheidende Runden hier zum krönenden Abschluss, meine Damen und Herren. Wir haben einen Pinzer in the Hand Easy Stripping. Was ist das? Zum Dosen aufmachen und so? Boah, weiß jetzt nicht. 15. Ja, guck mal, da sind wir. Nee, Alter, Alex, 90 Euro? Ja, ich dachte, das sei vielleicht irgendwas wirklich Hightech, so, keine Ahnung. Oh nee, sowas kann immer ganz teuer, aber auch ganz günstig sein, ne? Was ist denn das? Eine Box? Eine Grosche. Nee, wie hieß das? Glosche. Klar, auf irgendwas ja, ist Glas, nee, ne? Aber das hat 2 Etagen. Ja, das kann nicht teuer sein. Ich sag 10er maximal. 24, uff. Boah, Alex ganz knapp dran, ja. Ganz normaler Rasenmäher. Ich habe keine Ahnung. Wir hätten immer so einen Aufsitzrasenmäher oder so einen elektrischen. Digga, ihr seid ja so schnell im Raten. Ja, was soll ich da lang rumfackeln? Ja, wir gucken nicht noch bei eBay vorher rein. Oh mein Gott, ich war erst bei 200. Youssef, 700. 700? Ey, ich kann eigentlich aufgeben, oder? 700 für einen Rasenmäher? Was weiß ich? Ey, wir hatten doch gerade eben diesen anderen Rasenmäher drin. Ja, aber das ist so ein großer. Ja, aber das ist auch kein Auto, Digga. Bus, los, Bruder. Wie? Was ist das denn jetzt hier? Habt ihr ein Foto? Nee. Einfach weiß, ne? Ja. Ja, ich gebe irgendeine Zahl ein. Komm, hier. Ich habe jetzt einfach 50 eingegeben. Gott, 570. Smartphone? Was? Digga, Alex mit dem Joker. Ja, ich gebe so einfach so eine Zahl ein. Ach, Joker, Digga. Digga und Youssef, wir haben beide 50 eingegeben. Aber ja, stimmt, Joker, hier wäre eigentlich recht smart gewesen. Siehst du, wie auf der 1 ist? Ja, weil du einen Joker gezogen hast. Wow. Ey, ich kann das gar nicht einschätzen. Ich sag 8 Euro. Mist. Ja, okay. Gut, Youssef und ich ziehen jetzt halt den Joker. Dann ist nur die Frage, wie nah Alex rankommen kann jetzt in der letzten Runde. Ich hoffe, das ist jetzt kein Produkt, wo man... Oh, sehr was gut. Was ist das? Sehr gut. Ja, ey, wenn Alex jetzt nach dieser Runde noch Erster ist, ich schwöre, ich schließe meinen Kanal. Wenn man das errät, das wäre geistig, Alex. Mann, nein! Gewonnen. 110 Euro. Was? Zwar ein Luftfilter-Einsatz von der Harley-Davidson. Ja, klar. Was denn sonst? Freunde, das war Guess the Price mit zu Beginn Sandra, Youssef, Alex und Sirio und dann zum Ende nur noch mit Alex und Youssef, weil Sandra und Sirio ziemlich blöd sind. Ich sag euch eins, ihr werdet verkacken, weil gessen kann ich geisteskrank. Wenn ihr den zweiten Teil haben wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.